Diese Ratschläge. Social Media ist voll mit Ratschlägen. Und es ist auch unser Go-To-Place, um Ratschläge zu suchen. Wir suchen Ratschläge von fremden Menschen. Wir suchen Ratschläge, wie wir unsere Probleme lösen können, wie wir mit Situationen umgehen sollen. Und wir suchen Ratschläge von anderen Personen und hoffen, dass sie uns sagen, dass wenn ich genau so mit einer Situation umgehe, wenn ich mich genau so verhalte, dann kriege ich mein gewünschtes Ergebnis. Und es ist mir so wichtig, dass du verstehst, dass es niemals darum geht, was andere gemacht haben, was andere für Strategien angewandt haben, was andere für Schritte gegangen sind, sondern es geht darum, dass du den energetischen Hintergrund, den energetischen Impact verstehst. Weil es kommt nicht drauf an, was du tust. Es kommt nur drauf an, wer du bist. Bist, wenn du tust, was du tust. Und das ist so wichtig. Unser Verstand ist so auf Analyse geprägt, dass er immer wieder schaut im Außen. Was hat die Person gemacht? Wie hat sie es gemacht? Und ich möchte genau verstehen, was der Schritte-Schritte-Schritte-Prozess ist, den diese Person gemacht hat, damit sie letztendlich das bekommen hat, was ich mir auch wünsche. Und darauf geht das ganze Marketing aus. Ja? Jeder zeigt, schau mal, was ich geschafft habe. Ich kann dir beibringen, den Schritt-für-Schritt-Prozess, wie ich es gemacht habe, damit du es auch schaffst. Mach es genauso wie ich. Und das Problem ist, es geht eben nicht darum, was man macht oder wie man es macht, sondern als wer man es macht. Und da komme ich wieder zu Neville Goddard, zu seinem Living in the End, da komme ich wieder zu dem tiefsten Prinzip der Schöpfung, der Manifestation. Living in the End, Leben in dem Zustand des erfüllten Wunsches. Okay, sagst du, weiß ich, habe ich verstanden, mach ich ja. Und ich sage dir, wenn du nicht das hast, was du möchtest, wenn du nicht den Reichtum hast, die Beziehung hast, die Gesundheit hast, unsere drei Hauptpunkte, die wir erreichen möchten, wo wir Lösungen suchen, wie wir endlich zu diesen Sachen bekommen, wenn du diese Dinge noch nicht hast, dann ist es ein Fakt, dass du noch nicht die Person bist, die diese Dinge hat. Dass du nicht von dir denkst, dass deine Gedanken nicht aus dem Seinszustand herauskommen, der sagt, wow, ich bin glücklich, ich bin gesund, ich bin absolut erfüllt und mir fehlt gar nichts. Ja, aber wie soll ich das machen, wenn mein ganzer Körper schmerzt, wenn ich Probleme, finanzielle Probleme habe, wenn ich da den Engpass sehe, wenn ich merke, dass mein Partner heiß und kalt mit mir ist, wenn ich die Aufmerksamkeit nicht bekomme, wenn ich die Wertschätzung nicht bekomme. Soll ich mich denn anlügen? Nein, du sollst dich nicht anlügen. Du sollst die Wahrheit über dich wissen. Und das ist so ein großer, großer Unterschied, der mir fast die Tränen in die Augen treibt, weil ich mein ganzes Leben lang damit beschäftigt war,
versucht habe, diese gebrochene Persönlichkeit in mir zu entwickeln, damit sie endlich gut genug ist, dass das Außen ihr bestätigt und zeigt, jetzt bist du gut genug. Jetzt hast du es geschafft. Du hast all das gemacht, all das unternommen, all das durchlitten, all das investiert. Und jetzt lohnt sich's. Dein Leiden lohnt sich. Deine Entbehrungen, dein dich für sich nicht sorgen, dein dich nach hinten setzen, zu schuften und zu schaffen für andere. Das hat sich jetzt gelohnt. Wenn du auf diesen Tag wartest, ich habe Jahre, Jahrzehnte lang auf diesen Tag gewartet. Dieser Tag ist nie gekommen. Und ich habe mit Sicherheit genug investiert. Zeit, Kraft, Leid, Liebe, Überzeugung. Und der Tag ist immer noch nicht gekommen. Der Tag ist nie gekommen. Und je mehr ich investiert habe, je mehr ich gegeben habe an Hingabe, an Selbstlosigkeit, an Dienst, desto mehr bin ich die Frau geblieben, die alles geben muss, die alles gibt, die alles hingibt, in selbstloser Liebe und immer leer ausgeht. Wir Frauen machen das. Unser Human Design einer Frau, wie wir in dieser Gesellschaft designt werden, das heißt gesehen werden, geformt werden, informt, informiert werden, dass das Leben so funktioniert, treibt uns in einen Zustand, in dem wir nur geben und nichts bekommen, weil diese Energie, weil dieser energetische Zustand das Einzige ist, was sich im Außen spiegelt und reflektiert. Nicht, was ich mache, nicht, was ich tue, nicht, was ich gebe, nicht, wie ich mich verhalte, nicht wie ich für mich und andere sorge, sondern einzig und allein, was ich über mich glaube, weiß, nicht hoffe, sondern weiß zu sein. Das, was ich über mich weiß zu sein, in Wahrheit, in Wahrhaftigkeit, nicht, weil es die Gesellschaft gesagt hat, nicht, weil es meine Eltern gesagt haben, nicht, weil es Bücher gesagt haben, nicht, weil es Coaches gesagt haben, sondern weil ich es weiß, weil ich verstehe, wie Energie funktioniert, weil ich verstehe, dass Energie das Universum hier zu den Manifestationen bringt, die ich sehe. Weil ich das verstehe, ganz tief in mir verstehe. Und jeglichen Gedanken, jedes Verständnis, das mir sagt, ich muss etwas tun, ich muss etwas leisten, ich muss etwas investieren, von mir wegnehmen, weggeben, anders sein, mich verändern, mich entwickeln, meine Persönlichkeit entwickeln, meine emotionale Intelligenz entwickeln. All das ist nicht wahr. Es ist einfach nicht wahr. Und genau weil du das als wahr glaubst, genau weil du hier auf Social Media nach Ratschlägen suchst, weil du versuchst, weiterhin zu verstehen, wie es andere machen, ist der einzige Grund, dass du es nicht hast, dass du es nicht bist. Weil wenn ich es habe, wenn ich es bin, weiß ich,
dass ich es bin, dass ich dieses unendlich kreierende, manifestierende Quellwesen allen Seins, allen Habens, allen Istens, allen Ich bin es, bin. Und das ist der Anfang. Das ist der absolute Anfang, weil aus diesem Wissen heraus generiere ich neue neuronale Netzwerke, neues Denken, neue Ansichten, neue Rückschlüsse. So funktioniert es. Das ist die Basis, das ist die Basis, wie alles manifestiert, wie alles zu dir kommt. Und nicht andersherum. Viele, die Erfolge feiern in ihrem Business, in ihren Beziehungen, in ihrer Gesundheit, in ihrem Heilsein, haben diesen Weg angenommen und viele nicht mal bewusst. Sie wussten nicht, dass ihre Gesundheit plötzlich daherkam, weil sie plötzlich sich selber als jemand anders gesehen haben, weil sie plötzlich die Welt anders gesehen haben. Die wenigsten wissen es. Die wenigsten können es umsetzen. Auf meiner Reise mit Dr. Joe Dispenza war ich immer die Persönlichkeit, die ich als dich geboren war. Ich war dieses geschundene, gelittene, ausgeschlossene, nicht geliebte Mädchen. Frau war ich da schon, als ich diese Reise begangen habe mit einem Körper, der war tot, ich konnte mich nicht mehr bewegen, 24 Stunden am Tag, höchste Schmerzen. Und ich habe versucht, dieses Mädchen, diese Frau aus dem Seinszustand, dass ich nicht heil bin, zu heilen. Dass etwas mit mir nicht stimmt. Dass ich besser werden muss, dass ich mehr tun muss, dass ich mehr meditieren muss, dass ich mehr mich einbringen muss. Habe ich versucht, heil zu werden, zu heilen, gesund zu werden. Es hat nicht geklappt. 2 Retreats, unendlich viele Healings. Nichts hat funktioniert. Weil es nicht funktioniert. Es funktioniert nicht, etwas Unheiles heil zu machen. Ich kann nur wissen, dass Heil, Heilig, Heilung der normale, wahrhaftige Zustand ist, in dem wir alle gemeint, gedacht, geboren, vorgestellt, designt sind, aus göttlichem, heilsten Design. Einfach weil es so ist, weil es so funktioniert mit der Menschheit. Weil der Mensch im Angesicht Gottes gedacht ist. Und weil es unsere Aufgabe ist, einen Blickwinkel, eine Denkweise anzunehmen, die nur noch das sieht. Heil, Fülle, Erfülltheit, keine Einschränkungen, keine Begrenzung, keine Krankheit, keine Zurückweisung, keine Fehlerhaftigkeit. Und nur aus diesem Zustand, aus dieser Perspektive heraus, wenn ich sie für mich einnehmen kann, wenn ich mein göttliches Design, wenn ich mein Divine Design für mich hundertprozentig annehme und verkörpere, dann kann ich es auch für andere sehen. Und darum geht es. Darum geht es. Und wir sind alle sowas von auf dem Holzweg. Wir sind alle sowas auf dem Holzweg. Mit unserem ganzen analytischen und bedingten Denken. Mit unserem Denken, dass unsere Persönlichkeit entwickelt werden muss, damit sie endlich gut genug ist. Wir müssen unseren Seinszustand, unsere Persönlichkeit ist perfekt. Nur unsere Annahmen sind
schlecht. Unsere Überzeugungen sind daneben. Wir glauben falsche Dinge. Und aus diesen heraus sehen wir das Leben falsch. Aus diesen Dingen heraus sehen wir uns selber falsch. Und wenn wir uns selber falsch sehen, dann wird die ganze Manifestation draußen, das ganze Hologramm, das Ganze, was wir sehen mit unseren fünf Sinnen, nichts anderes tun können, als uns diesen Mangel zu widerspiegeln. Es ist Gesetz, es ist Prinzip. Mangel an Respekt, Mangel an Gesundheit, Mangel an Geld resultiert aus meiner Annahme, dass Mangel herrscht. Und das ist genau dieser Weg aus der Dualität heraus in das Wissen der Einheit. Und nimm allen Hokuspokus raus und denke nur in Energie. Jeder Gedanke ist eine Energie, jede Überzeugung ist eine Energie, jede Annahme ist eine Energie. Und die Energie dahinter manifestiert. Wenn du einen Menschen siehst, der krank ist, dann siehst du einen kranken Menschen, du manifestierst einen kranken Menschen. Und wenn du weißt, wie du Zustände verändern kannst, wie du deinen eigenen Seinszustand veränderst und andere in diesen Seinszustand mit hineinnimmst, dann bist du eine Heilerin, ein Heiler. Automatisch, weil das Leben so funktioniert, weil du dazu gemacht bist. Aber deswegen, es gibt keinen Heiler, der andere heilen kann und selber Unheil über sich glaubt. Und schau doch mal, so viele da draußen, die anderen helfen wollen, gehen davon aus, dass das Gegenüber nicht in Ordnung ist und versuchen die ganze Zeit, etwas zu verändern. Es fängt in kleinen Sachen an, in Beziehungen. Du siehst Fehler an deinem Partner, du siehst Fehler an deinem Kind und möchtest diese Fehler vermeiden. Und die Energie sagt, du siehst Fehler, du hast Fehler. Hier sind Fehler für dich. Dein Leben ist beschränkt. Du siehst Beschränkung, du siehst Mangel. Hier ist Mangel für dich. Oh, du fühlst dich nicht geliebt. Na, dann schauen wir mal, dass wir dir zeigen können, immer wieder, dass du nicht geliebt bist. Du gehst davon aus, du bist nicht in Ordnung. Du gehst davon aus, was auch immer du gemacht hast, was du getan hast, es ist fehlerhaft. Du glaubst sogar noch, du musst leiden deswegen. Du glaubst sogar noch, du musst Sühne machen dafür, weil du ja diese Sünde begangen hast. Ja. Dann wird dein Leben ein Leben des Leidens und der Sühne sein. Dann wirst du mit gedämpftem Blick, mit gebeugtem Haupt deinen sogenannten Schwanz einziehen und durchs Leben gehen und hoffen, dass niemand dich sieht. Und gleichzeitig möchtest du aber so viel bewirken, so viel Gutes bringen. Gleichzeitig möchtest du so viel Gutes leben und erleben. Diese Energie matcht nicht. Da ist keine Einheit. Da ist die Dualität von dem, was du über dich glaubst, mit im Gegenteil zu dem, was du gerne haben möchtest, was du gerne bewirken möchtest. Und es ist ein ewiger Kampf. Und dieser Kampf zeigt sich. Warum klappt's nicht? Was muss ich anders machen? Wie viel muss ich noch mehr lernen? Und diese Fragen, ich habe in meinem gestrigen Video schon gesagt, diese Fragen, diese ewigen Fragen, die uns beigebracht wurden, das ist eine Coaching-Technik. Immer wieder diese Frage zu stellen. Access Consciousness. Wie kann es noch besser werden? Scheiße, das ist nix. Wie kann es noch besser werden? Das heißt, es ist nicht gut genug. Und wenn du aus einem Zustand heraus operierst,
dass du sagst, es ist nicht gut genug, bist du immer unzufrieden, nicht erfüllt. Bist immer gepeitscht. Merkst du, wie dieses ganze Bewusstseinszeug, das beigebracht wird, dafür sorgt, dass du dich immer wieder vorwärts peitschen musst, dass du immer wieder in diesen Grundgedanken, in die Grundannahme zurückkommst, dass du nicht gut genug bist. Was auch immer passiert, du erkennst, dass du was besser machen musst. Du erkennst, dass du was anders machen musst. Was auch immer im Außen passiert, was auch immer da draußen passiert. Du bist so gestrickt, dass du sagst, okay, scheiße, es ist scheiße passiert, es ist schlecht. Oh mein Gott, wie kann ich es besser machen? Die Frage ist nur, wie kann ich endlich kapieren, dass ich gut bin? Dass alles gut ist, dass das Leben gut ist, dass ich gut bin, dass meine Wünsche gut sind, dass mir alles zusteht, dass ich alles bin, dass es keine Beurteilung gibt, keine Kritik außerhalb von mir, dass ich das alles mit mir selber anrichte und anstelle und alles mit mir selber tue. Und ich weiß, du verstehst das. Ich weiß, jeder, der das hier hört, versteht es. Nur, wie kann ich es sein? Wie kann ich es umsetzen? Wie kann ich das jetzt in diesem Moment sein? Und im nächsten Moment und im nächsten Moment. Wie kann ich dieses Erfüllte in mir tragen? Wie kann ich endlich das outpushen, das reflektieren, was ich mir so sehr wünsche? Und warum wünsche ich es mir? Warum habe ich es im Herzen? Warum sind es meine Herzenswünsche? Weil es ist für mich gedacht. Weil es ist für mich gedacht. Ich muss so leben. Ich muss das Leben so erfahren. Es ist so für mich gedacht. Diese Sehnsucht, die hält mich ab. Sehnsucht. In allen Liedern. In Love Songs. Sehnsucht. Puh, Sehnsucht. Hält dich genau dort. Du suchst. Du suchst. Du suchst. Du suchst. Du suchst. Alles, was du sonst kaufen kannst hier im Internet an Coaching-Programmen, an Programmen, die dir sagen, wie es geht, kauf sie nicht, bevor du nicht weißt, wie du jemand bist, der Erfolg hat, der erfüllt ist, der geliebt ist, der gewollt ist, vom Leben und wo du verstehst, dass alles, was in diesem Leben gerade spielt und stattfindet, nur deswegen stattfindet, weil du hier bist. Und wenn du begreifst, dass du hier bist, weil du gut bist und dass logischerweise alles, was mit dir hier mitspielt, genauso gut ist wie du oder eben genauso schlecht ist wie du, dann eröffnet sich ein riesengroßes Universum der Glückseligkeit, der Fülle, der Grenzenlosigkeit. Und irgendwie fühlt sich das erhaben an. Und da kommen wir schon wieder in den nächsten Punkt. Erhaben. Oh mein Gott, ich will doch nicht überheblich sein. Du bist nicht überheblich, wenn du weißt, wer du bist. Du bist nicht überheblich, wenn du weißt, wie das Leben funktioniert. Du bist nicht überheblich, wenn du diesen anderen Quatsch der Einschränkung, der Limitierungen nicht weiterträgst. Das ist nicht überheblich, das ist wahrhaftig. Und wie fühlt sich denn wahrhaftig an? Wie fühlt sich denn fehlerfrei an? Wie fühlt es sich denn an, wenn du weißt, dass du perfekt bist? Dass jeder Wunsch für dich gedacht ist. Wie fühlt sich das an? Weißt du das? Die wenigsten wissen das. Und dazu musst du hier auschecken. Du musst auschecken aus dem, was du gelernt hast. Du musst auschecken, auschecken, komplett auschecken. Auschecken. Aus einer Welt,
der Beschränkungen, aus einer Welt des Leidens, aus einer Welt der Analyse, einer Welt der Rückschlüsse gegen dich. Du musst auschecken. Und wenn du bereit bist auszuchecken, dann check ein in das Portal. Check ein in dein Portal. Check ein in dein wahrhaftiges Sein. Check ein. Ich kann es dir nur sagen, check ein. Und check aus überall. Check überall aus. Überall, wo dir etwas beigebracht werden soll, weil du es noch nicht bist. Check dort bitte aus. Und check nur noch in einer Welt ein, wo du schon alles bist. Wo du nur noch daran erinnert wirst, wenn du falsch wieder eingecheckt hast. Das ist alles. Es ist eigentlich super, super simpel. Und früher haben sie ausgecheckt, indem sie in ein Kloster gegangen sind, indem sie in einen Ashram gegangen sind. Sie checken aus, indem sie irgendwie Pilgerwege machen. Sie checken aus in Retreats. So checken Leute immer wieder aus, um nachher wieder verdammt nochmal einzuchecken, wenn sie wieder zurückkommen, nach Hause kommen, in das Leben kommen, der Beschränkungen und Bedingungen. Und dann sind sie wieder eingecheckt und dann checken sie wieder aus für den nächsten Retreat. Und so kannst du dein ganzes Leben verbringen, indem du eincheckst, outcheckst, eincheckst, outcheckst. Aber warum? Es ist nicht notwendig. Es ist absolut nicht notwendig. Dein ganzes Leben ist ein verdammtes Retreat, das du selber betreibst, jeden Tag von morgens bis abends. Dein Retreat. Du musst keines buchen woanders. Du kannst es buchen, um Erfahrungen zu sammeln. Aber das größte Retreat ist dein Leben. Dein ganzes Leben ist ein verdammter Retreat, wo du dich zurückziehst, rausziehst, auscheckst aus diesen Limitierungen, aus diesen Leiden, aus diesen Bedingungen, aus diesen Begrenzungen, aus der ganzen Analyse, aus diesem ganzen Umzug. Was muss ich machen? Was muss ich machen? Was muss ich machen? Was muss ich machen? In ich bin. Ich bin. Ich bin. Leute, spart euch doch bitte so viel Zeit. Hört auf, in Bedingungen zu denken, in Abhängigkeiten und fangt an, in Energie zu denken. Energetisch denken. Das ist wie eine neue Sprache lernen. Wie ein neues Mathematik, wie eine neue, wie etwas ganz, ganz Neues lernen. Und das machen wir in das Portal. Weil du musst diese Sprache der Energie lernen. Verstehen lernen, die Grammatik der Sprache der Energie. Du musst lernen, wie sie zusammengesetzt ist und sie dann anwenden. Eine komplett neue Mathematik deines Denkens. Besser konnte ich es nicht ausdrücken. Also schau dir das Video nochmal an, wenn du hier zum Schluss erst dazugekommen bist. Wenn du Fragen hast zu das Portal, das ist für mich der absolute Abkürzungsweg. Die ganzen Umwege, die ich gemacht habe, die mich auf lineare Zeitrechnung Zeit gekostet haben, die kannst du dir ersparen. Es braucht nicht lang dauern. Unser Leben ist nicht da, dass wir lernen ewig langs. Unser Leben ist da, dass wir es erfahren in der Qualität, in der es gedacht ist, in der Erfülltheit, in der Liebe, in der Schönheit, in der es gedacht ist. Und es geht nun mal nur, indem du auscheckst aus deinem alten Leben. Komplett auscheckst. Und nicht, dass du alles hinschmeißt, nicht, dass du verreist, nicht, dass du umziehst, sondern dass du aus deinem alten Vorstellungsraum, Zustandsraum, Gedankenraum, Vorstellungsraum auscheckst und dann schaust, was sich im anderen, im Außen verändert. Dann schaust, ob du umziehst. Dann schaust, ob du was veränderst in Job, Business, Beziehung, Partnerschaft. Dann schaust du. Aber du schaust nicht erst im Außen. Ah, ich ändere mein Business.
oh, ich ändere meinen Partner, ich ändere meine Beziehung, ich hole mir einen neuen Partner, ich ziehe um. Das nützt doch nichts. Nachher kommst du immer wieder am gleichen Punkt an, mit dem gleichen Partner, mit dem neuen Business, mit dem neuen Job. Du kommst immer wieder dort an, wo du bist und bei dir, bei der Version von dir, die du bist. Egal, was du tust. Egal, was du tust. Und deswegen sind dann auch immer wieder, ich habe so viele Coachings gebucht, ich habe Hunderttausende und Hunderttausende in mich investiert und ich bin immer noch da. Trauergeschichten habe ich gehört von Leuten, die alles gegeben haben, alles investiert haben. Die gesagt haben, ich tue alles. Ich verschulde mich. Ich mache alles. Nur lass es endlich wahr werden. Mein Erfolg im Business. Ich tue alles. Mein Erfolg in der Beziehung. Ich tue alles. Ich kann 100 Stunden hier weiterreden, was ich schon für Geschichten gehört habe. Nicht von mir selber in allererster Weise und dann natürlich auch von so vielen anderen, die immer wieder am gleichen Punkt ankommen. Und ich habe es immer wieder, ich mache alles, Patricia, sag mir, was ich tun soll. Ich mache alles. Und ich sage, oh, nein, ich bin bereit, alles zu tun. Das ist eine coole Attitude. Wenn du weißt, um was es geht, wenn du das Prinzip weißt, was zu tun ist, diese eigene Arbeit, diese eigene Retreat, der innere Retreat mit dir, du bereit bist, wirklich alles zu tun, dann heißt es, du bist wirklich bereit, auszuchecken da draußen. Ja, das musst du tun. Das ist das Einzige, was du tun musst. Auschecken aus einer Realität, aus einem Seinszustand, der für dich gar noch nie gedacht war. Das musst du tun. Das ist das Einzige. Sonst nichts. Viel zu simpel. Viel zu simpel. Und weil es so simpel ist, fällst du lieber darauf rein, auf den ganzen anderen Kram, der dir gesagt wird, den du holst, ja? Die Menschen sind nicht böse. Die Coaches sind nicht böse, die Schriftsteller sind nicht böse. Sie erzählen dir einfach, wie sie das sehen. Aus ihrer eigenen eingeschränkten, limitierten, bedingten, Analyse zusammengehängten Denkweise. Und die sagen dir das. Setze Grenzen. Ich komme wieder dazu. Setze Grenzen. Beziehungscoaching-Tipp Nummer 1, allgegenwärtig. Setze Grenzen. Okay. Ich begrenze mich. Ich begrenze meinen Seinszustand. Ich begrenze meine Möglichkeiten. Ist doch Blödsinn. Ist doch absoluter Blödsinn. Niemand muss sich begrenzen. Niemand muss Grenzen setzen. Ich bin limitlos. Was brauche ich denn für verdammte Grenzen? Ich brauche nur Grenzen, wenn ich tatsächlich glaube, dass ich jemand bin, der sich von anderen Mächten, von anderen Einflüssen, von anderen Energien abgrenzen muss. Gut, dann glaube das über dich. Glaube das, du liebes Opfer. Glaube das. Glaube das. Investiere in diesen Glauben. Investiere in Coachings, die dir sagen, wie du dich endlich abgrenzen kannst. Und dann sitzt du da, in deinen Grenzen, hast dich selber eingefangen, hast Ultimaten gesetzt, als die Persönlichkeit, die nicht gut genug ist, als die Persönlichkeit, deren Grenzen nicht respektiert werden. Ich habe keine Grenzen. Und weißt du was? Ich habe auch keinen Stolz. Ich habe keinen Stolz. Wozu? Ich weiß, wer ich bin. Ich muss nicht Stolz repräsentieren. Für was? Stolz gibt es nur in Trennung. Stolz trennt dich immer wieder.
Meine Mutter war so stolz. Nein, mit mir nicht. Mit mir geht man so nicht um. Mit mir spricht man so nicht. Ne? Habe ich mich abgrenzen. Weg. Weg mit diesem respektlosen Umgang, mit diesem gemeinen Ton. Weg. Mit mir nicht. Kennen wir alle. Habe ich auch gemacht. Habe mich abgegrenzt von den Dingen, die ich nicht wollte. Und sie waren immer noch da. Weil wenn sie immer noch da sind, muss ich mich ja nicht abgrenzen. Also ich muss mich nur abgrenzen, solange es da ist. Das Böse da ist. Der böse Einfluss da ist. Die böse Energie da ist. Die schlechte Energie, die schlechten Menschen, die bösen Menschen. Von denen muss ich mich abgrenzen. Und ich erkenne nicht, wie viel Böses ich weiterhin in mein Leben manifestiere. Das eigentlich gar nicht da zu sein hat. Das kein Mensch braucht. Das ist die Krux. Eine Masterclass mal wieder für dich am Morgen, weil ich so überzeugt bin, dass je mehr ich drüber spreche, je mehr die Menschen verstehen und auch drüber sprechen, desto schneller ein kompletter Shift für uns alle stattfinden kann. Aber nur aus diesem neuen, alten, göttlichen Bewusstsein heraus, wenn wir in Energie denken. Ich danke euch. Ich freue mich riesig auf das Portal. Ich habe mich noch nie so fest auf ein Programm wirklich gefreut, das ich mache. Klar, ich habe mich immer auf meine Ultraminds, auf meine 1:1 freue ich mich immer, immer riesig. Aber auf diese Gruppe von Frauen, die einfach sagen, yes, yes, yes. Und nicht yes zu mir, nicht ja zu mir, sondern ja zum Prinzip, ja zum Leben. Ja zur Energie. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.